Aber jeder versucht, seinen Weg zu finden, und das ist meiner. Und dieses endlose Laufen kann vielleicht nur, dass das Glück bedeutet, kann vielleicht nur ein Beduine verstehen. Ich laufe gerne morgens vor dem Aufgang der Sonne los, auch wenn es sehr kalt ist, weil ich weiß, dann kommt die Hitze. Es ist angenehm, durchgefroren loszulaufen, sich warm zu laufen und dann in den Schweiß reinzugehen. Rhythmus gefunden habe, dann will ich endlos weitergehen. Dann werde ich zur Laufmaschine. Laufe im Gleichklang mit meinen Kamelen. Ich könnte dann ewig weitergehen, wie in Trance. Gleichzeitig bin ich hellwach, registriere jede Veränderung, jede Kleinigkeit in der Landschaft. Manchmal gehe ich von meinen Tieren weg, laufe hinter ihnen her und freue mich an den Bewegungen der Tiere. Ich empfinde den Gang der Tiere als einen Tanz, eine Art Ballett, trotz schwerer Lasten. Drei Tage lang sind wir durch Sandmeer gezogen, mehr als 100 Kilometer weit. Jetzt sind wir an der Höhe 423, für Carlo Bergmann ein Wahrzeichen der Sahara. Er nennt es den Heiligen Berg. Mittendrin und ringsherum stolpert man fast über Zeugnisse aus prähistorischer Zeit. Das sind Scherben von alten Wasserkrügen. Die sind auf der Töpferscheibe gedreht. Das sieht man hier an den Rillen. Ungefähr 2000 Jahre alt. Und Beleg dafür, dass an dieser Stelle Karawanen, Handelskarawanen vorbeigezogen sind und dass hier gelagert wurde oder Krüge abgestellt worden sind. Was bedeutet es Ihnen, solche Spurenüberreste zu finden? Ein herrliches Gefühl ist das. Ich fühle mich verbunden mit den Leuten, die vor tausenden von Jahren hier entlang gezogen sind. Und danach kam niemand mehr. Es sind keine 10 Europäer, die seit Römerzeiten diese Scherben hier gesehen haben. Ein paar Meter höher am Berg hat Freundin Barbara diesen Zahn gefunden. Das ist ein Haifischzahn. Leider habe ich nur eins gefunden. Und das ist ein großer und hier ist ja noch ein kleiner. Wo haben Sie den gefunden? Den habe ich hier gefunden, genau hier. Der lag zwischen solchen Muscheln. Hier, die ist dann eingewachsene Muschel, ja. Noch eine und zwischen Korallen. Aha. Sind auch mehrere Korallen. Wie alt mag dieser Zahn sein? Schwer zu schätzen, ich bin keine Expertin, aber ich schätze, zwischen 30 und 40 Millionen Jahre alt ist er. Es ist Frühstückszeit. Auch in der Wüste hat man gerne heißen Tee oder frisches Brot. Kein Problem, selbst wenn das Brennholz fehlt, man nehme Kamelköttel, die glühen mindestens so gut. Auch das eine uralte Tradition der Nomadenvölker. Aber jetzt hast du beide dran.
Papa, ich mach. Gut, Chef, machst du was. Fürs Fladenbrot knete man die richtige Mischung aus Weizenmehl, Salz und Wasser. Auch hochgreifen, ja, hochziehen. So. Dann bedecke man den Teig mit der Glut, damit der Kotgeschmack gleichmäßig durchzieht. Oma darf immer noch nicht essen. Zum Ausgleich hadert er ein bisschen mit dem Koch und zeigt ihm, wie man durch gekonntes Säubern diese Delikatesse erst richtig genießbar macht. Gib mal dem Felix ein Stück. Hier, Felix. Nein, so nicht. Dann der Test. Das Brot ist knusprig und würzig. Es schmeckt prima, auch wenn das hier nicht so wirkt. Nicht knusprig? Diese Steinpyramide, das ist ein Alam, ein Wegweiser aus der Zeit der Handelskarawanen, die es längst nicht mehr gibt. Vor 70, 80 Jahren etwa ist hier die letzte vorbeigekommen. Aus den Nomaden von damals sind sesshafte Kleinbauern geworden. Heute diese Wege gehen, heißt, keinem Menschen zu begegnen. Wieder ändert sich das Gesicht der Wüste. Der Boden wird steinig. Das ist nicht ungefährlich für die Fußsohlen der Kamele. Jetzt Mondlandschaft pur. Ihre Endlosigkeit hat für uns etwas Beängstigendes. Wie vertraut kann man eigentlich mit einer Landschaft werden, wenn man nicht in ihr groß geworden ist? So vertraut, dass die Wüste ja mittlerweile zur Heimat geworden ist. Und was macht das Gefühl für die Heimat aus? Dass ich mich hier unendlich glücklich fühle. Dass ich hier starke Erlebnisse habe, die unauslöschlich in meinem Herzen verankert sind und die ich wahrscheinlich mein Leben lang nicht mehr vergessen werde. Heimweh nach Deutschland, nach Köln kennen Sie überhaupt nicht? Nein. Ich habe Heimweh nach der Wüste, wenn ich in Köln bin. Das ist die einzige Form von Heimweh, die ich kenne. Erste Hilfeausrüstung für Karawanenführer. Sahara, die besonders sanfte Stute, muss verarztet werden. Sie hat sich den hinteren linken Fuß verletzt. Jetzt wird repariert, wie beim Schuster. Ein passend geschnittener Flicken aus Leder deckt die Wunde ab. Er wird befestigt mit Lederriemen und die werden mit der Hornhaut der Fußsohle vernäht. Nun geht es bergab. Seit 9 Tagen sind die Kamele jetzt ohne Wasser. Kein großes Problem, aber ganz so kraftvoll wie vor einer Woche sind sie nicht mehr. Etwa 250 Höhenmeter sind zu überwinden auf dem Weg zur nächsten Wasserstelle. Gegen Zögern und Ängstlichkeit hilft nur eines, ständig gut zureden, loben und locken. Ist gut, fein. Einmal noch, fein. Einmal noch, fein.
Nach einer Stunde ist es geschafft, ohne Sturz, ohne neue Verletzungen. Etwas abseits haben wir unser Lager aufgeschlagen. Es ist der letzte Morgen, das letzte gemeinsame Frühstück. Die Kamele dürfen erst jetzt trinken. Das Wasser musste über Nacht abkühlen. Einen Eimer in 30 Sekunden leer machen, das schaffen sie leicht. 3 bis 4 Eimer braucht jedes Tier, dann ist der Durst gelöscht. Wie lange wollen Sie dieses Leben in der Wüste noch führen? So lange, wie ich kann. Aber in der Gegend, durch die wir gelaufen sind, zwischen Farafa und Dakhla, sollen über 1 Million Menschen angesiedelt werden. Das sehen die Regierungspläne vor. Und dann ist kein Platz für mich mehr. Wann wird das sein? In etwa 10 bis 20 Jahren. Und was machen Sie dann? Dann muss ich mir eine neue Stelle suchen, wo ich mit meinen Tieren wandern und auf Weide gehen kann. Wahrscheinlich im Sudan oder in anderen Teilen der Sahara. Nach Deutschland zurückkommt für Sie nicht in Frage? Das zieht mich nicht so an. Ich bin mit meinen Gefühlen hier verwurzelt. Haben Sie eine Vorstellung, wo Sie sterben möchten? Da habe ich mir schon Gedanken drüber gemacht. Am liebsten hier in der Wüste, an einem einsamen Berg oder an einem mit Felsbildern geschmückten historischen Ort. Das wäre ein schöner Tod. Unsere Zeit mit Carlo Bergmann ist vorüber. Auch Freundin Barbara und Sohn Jakob müssen zurück nach Deutschland. Er wird noch so lange bleiben, bis es ihm zu heiß wird. Dann wird er nach Köln kommen, um dort, wie immer, darauf zu warten, dass die Temperatur in der Wüste wieder erträglich wird.